Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Eine Blitzberatung. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo, selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Anoa, ich grüße dich. Deine Situation ist nicht einfach. Du liebst jemand, aber er ist gebunden, du bist gebunden und du weißt nicht, wie er sich entscheidet, was sollst du tun oder wie steht er zu dir. Und dazu habe ich dieses Legesystem ausgesucht und dieses Legesystem heißt der Garten der Liebe. Diese Dame symbolisiert dich und dieser Herr symbolisiert ihn. Wir betrachten erstmal deine Gefühle und das symbolisiert diese Schlange. Diese Schlange bedeutet auch Erneuerungsprozesse, dass du gerade in diesem Prozess bist. Es kommen Neuigkeiten oder bei dir ändert sich etwas. Deine Einstellung, deinen Gefühlen, sogar dein Aussehen. Und es wäre noch zu früh, klare Entscheidungen zu treffen. Diese Schlange symbolisiert auch eine andere Frau und es kann auch seine Partnerin sein. Und ein Hinweis, dass du viel zu viel Gedanken machst über sie und du fühlst es auch immerhin, handelt sich hier um deinen Gefühlen. Oder dass du hoffst, dass vielleicht dein Mann kennenlernt jemand und diese Frau rettet die Situation, weil spricht er dann die Trennung aus. Ich würde aber eher sagen, dass du in einem Prozess bist, und da ändert sich etwas bei dir, auch innerlich, auch äußerlich. Und jetzt betrachten wir seinen Gefühlen und das zeigt dieser Herr. Und das ist er selbst. Ist das vielleicht Selbstbewusstsein oder Selbstliebe oder ist er egoistisch? Mir kommt das vor. Er liebt dich zwar, aber es dreht sich immer um ihn. Und worüber machst du Gedanken oder worüber sollst du Gedanken machen, das symbolisiert diese Anker. Und das heißt, verankert zu sein, angekommen zu sein. Wer gibt dir die Halt in dein Leben? Ist er oder dein Ehemann? Das ist auch wichtig. Trotzdem darfst du nicht deinen Gefühlen verdrängen. Du liebst ihn, das sollst du auch wahrnehmen. Und hier brauchst du die Balance. Du brauchst beides. Weil wenn du jetzt dich trennst, du kannst nicht wissen, was er macht. Vielleicht zieht er sich komplett zurück und bist du alleine. Womöglich findet dein Mann eine neue Frau und da hast du da auch keine Chance mehr. Aber du hast die Schlüssel selbst in Hand und du handelst damit. Dieser Schlüssel symbolisiert Sicherheit, auch Selbstsicherheit. Mit einem Schlüssel kann man etwas öffnen. Dann bist du offen für diese neue Liebe. Oder zeigst deine Offenheit. Mit einem Schlüssel kann man auch etwas schließen. Das ist dein Rückzug, deine Verschlossenheit. Und je nach Situation kannst du beide Seiten leben. Mal offen zu sein, mal verschlossen zu sein. Dann gehst du taktisch voran. Dann hast du die Zügel in Hand. Diese Schlüssel hast im Hand und kannst du handeln. Welche Gedanken hat er? Das zeigt hier dieses Berg. Und das symbolisiert, natürlich kann das ein Ausflug sein in Bergen.
aber symbolisiert Probleme, Sorgen. Und davon hat ein ganzes Berg von Themen. Er muss erstmal das aus dem Weg räumen. Und was liegt bei ihm im Hintergrund, im Verborgenen? Ein gedeckter Tisch, Wohlstand, es ist alles da. Aber die Mäuse sind auch sichtbar. Die Mäuse fressen hier alles weg und dann ist nichts mehr da. Das ist Verlust. Er hat Verlustangst. Und doch kommt entgegen, weil er dich liebt. Und das ist auch stark und steht über anderen Dingen. Und was sollst du tun? Das zeigt dieses Brief. Nun, sollst du Offenheit zeigen oder eher Verschlossenheit? Überlege mal, wie geht er damit um? Wie behandelt er dich, wenn er entgegenkommt? Und das tut immer wieder. Dann sollst du Offenheit zeigen, dann kannst du über Gefühle sprechen, auch mal die Zukunft ansprechen. Wenn aber er Verlustangst hat und dreht sich alles um sich selbst und zieht er sich zurück, weil er Probleme hat, dann sei du auch verschlossen. Warum solltest du bei ihm melden? Bleib aber sicher, selbstsicher, er kommt wieder. Bis ihr Entscheidungen trifft, klare Entscheidungen, braucht Zeit. Überstürzt nichts, weil mit dieser Ehe hast du auch etwas Wertvolles, nämlich deine Sicherheit und Stabilität. Gib es noch nicht auf. Du brauchst Zeit, das Überprüfen, ob er der Richtige ist. Natürlich liebt euch, das sollst du auch genießen. Du musst auf nichts verzichten, aber du brauchst auch die Sicherheit. Und erst dann, wenn du sicher bist, dass er auch trennt, dann ja. Solange, bis das alles in die Schwebe ist, geh auf dieses Risiko noch nicht ein. Dieser Garten hat auch einen Brunnen und hier sprudelt Wasser und zeigt die Zukunft, die spätere Zukunft. Hier ist diese Kreuzung. Erstens bedeutet, euren Schicksalswege haben sie sich gekreuzt. Also er ist schon eine wichtige Begegnung und du bist ihm auch wichtig. Und bei dieser Kreuzung werdet ihr Entscheidungen treffen, auch die Frage stellen, wie geht es weiter. Aber wenn er konkret dir was sagen kann, dann kannst du auch Entscheidungen treffen. Vorher würde ich das nicht tun. Ich befrage jetzt mein Pendel. Wird er sich trennen? Ja, nein oder vielleicht? Wenn die Pendel nach rechts ausschlägt, bedeutet ja, er trennt sich von seiner Frau. Wenn die Pendel nach links ausschlägt, bedeutet nein, dazu ist er zu ängstlich. Er trennt sich nicht. Wenn die Pendel stehen bleibt, bedeutet vielleicht. Man kann nicht wissen. Trennt er sich? Die Pendel antwortet mit ein Ja. Wenn die Trennung läuft, dann kannst du auch Entscheidungen treffen. Aber warte bis dahin. Liebe Anua, so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für deine Treue. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.